die Geschichte vom Gasthaus ist sicher verbunden vor allem ganz stark mit der Wallfahrtskirche, die natürlich der Griesmer Stephan damals erbaut hat. Der wollte ja da ein Kloster errichten. Und der wollte ursprünglich einen Männerorden etablieren, aber das hat dann nicht so funktioniert, weil Frauen, glaube ich, Frauen haben ja Durchhaltevermögen. Ja, es ist so. Ich meine, es war sicher eine große Armut da. Gell? Ich meine, das war ja alles auch selber zu bewirtschaften. Und es war ja auch ganz früh eine Schule da, gell? Eine Volksschule. Also ganz alte sind auch da in die Schule gegangen bei Schwestern. Von Falterschein herunter, gell? Da hat es natürlich so Steig gegeben, dass die Kinder, ich meine, das ist doch ein nettes Stück herunter, gell? Da sind sie da oben auch in die Schule gegangen. Wie lange sie die gegeben hat, weiß ich nicht genau, aber es hat grundsätzlich als eine Volksschule gegeben da. Zu einer kleinen Kirche gehört natürlich auch der Friedhof und deswegen wollen wir auch den erhalten, auch in Erinnerung an die Schwestern. Und er wird noch von unseren Gärtnern im Mutterhaus gepflegt. Die kommen da ein paar Mal im Jahr herauf und pflegen den schön. Die Menschen, die da kommen und auch noch Kerzen anzünden. Und das sind hauptsächlich die Schwestern, die da sind oder auch einzelne Knechte oder auch von Mitarbeitern, dass jemand da von dem Frühjahr, dass jemand beerdigt worden ist. Ja. Geistliche sind auch begraben? Ja, es sind Geistliche begraben. Das wissen die alten Zammer, werden das nur wissen, die werden die Geistlichen nur kennen. Die da auch beerdigt wurden, die dann einfach auch da ein paar Jahre lang gewirkt haben und dann da gestorben sind und beerdigt worden sind. So wie sich ja auch unser jetziger Herr Pfarrer und seine Häuserin, die haben sich ja auch da schon ein Grab gekauft natürlich, damit sie dann da beerdigt werden können. Griesmer natürlich, Stephan Griesmer, der ja der Gründer der Kronburg war, hat Gott den Friedhof nur gerichtet und dann war er der Erste, der da beerdigt wurde. Ja, viele haben sicher schon gehört auch von Santiago de Compostela und der Jakobsweg führt auch durch die Kronburg. Also der führt da über die Kronburg auch in die Richtung und es gibt auch viele, viele Menschen, die den Jakobsweg schon gehen. Also das ist sicher was Besonderes, dass man da auch über Kronburg bis nach Spanien den Weg gehen kann. Und es ist immer, ich fühle mich da immer so ganz berührt, wenn sie da von allen möglichen Richtungen herkommen, ob es von Bratislava ist oder vom Burgenland oder von Niederösterreich, Wien und oder auch nur von Salzburg und so gesagt, mei, und wir gehen nach Santiago. Manche gehen in Etappen nach Santiago de Compostela und manche gehen aber das wirklich in einem Stück durch. Gell. Da haben wir schon einige auch da gehabt gell, und die dann auch wirklich ein bisschen Selbstversorger sind. Die haben dann also einen kleinen Gaskocher mit und also zwei so junge Burschen, wissen Sie es noch? Gell? Und die haben sich da Nudeln gekocht, also die haben sich auch das sicher nicht leisten können. Gell? Und die wollten dann auch gar nicht bei uns übernachten, sondern die haben einfach draußen übernachtet, weil die wollen das einfach wirklich auf eine echte Pilgerwallfahrt machen. Gell? Also ganz in bescheidenem Rahmen wollten die das machen. Es ist immer schön, wenn da Leute einkehren. Und das ist wirklich, also es ist wirklich interessant zu beobachten, wie die Leute dann sagen, wow, da oben, das ist ein besonderer Ort. Und es gibt wirklich auch viele Leute, die kommen jeden Tag auf. Also die gehen zu uns auf, und weil es einfach wieder Kraft gibt und der Ort ist eigentlich durchbetet. Da ist sicher ganz, ganz viel gebetet worden, auch die ganzen Jahrzehnte. Erstens die Leute, die von unten sowieso heraufkommen und die ganzen Sorgen und Anliegen mitbringen. Und einfach die Schwestern, die immer da waren und sicher jetzt auch noch da sind, die einfach doch auch für die Menschen da in der Gegend einfach auch für sie beten. Also ich finde, der ist durchbetet und das spüren sogar junge Leute, sagen, ma, da ist was Besonderes, gell? Es gibt ein großes Bild auch in der Kirche, das hängt da, gell? Gibt es mehrere Votivtafeln. Und wo dann das Wunder war, dass einfach das Kind geheilt worden ist. Wo einfach dann auch verschiedene Hilfe gewährt wurde, wo man dann sieht, Maria hat geholfen. Also. Das hat auch für viele Menschen heute noch eine ganz wichtige Bedeutung, die Kirche. Und es kommen auch noch ganz viele herauf. Ob jetzt Pandemie ist und die Kirche offiziell jetzt eigentlich geschlossen wäre, aber
die Menschen kommen auf, wallfahrten, tun Kerzen anzünden. Und man merkt immer so ganz starke Frequentierung, wenn die Kinder dann zum Beispiel Matura haben und sie Schularbeiten haben, dann brennen auch ganz viele Kerzen. Also es ist schon eine große Bedeutung da. Ist dann an den Verein Rettet die Kronburg herangetreten worden, ob man nicht auch die Wallfahrtskirche restaurieren könnte. Und zwar, was haben wir gemacht bei der Wallfahrtskirche? Bei der Wallfahrtskirche war es einmal notwendig, einmal trockenlegen. Rund um mich ist da aufgegraben worden und da haben wir die ganze Kirche da praktisch trockengelegt. Wir haben die Friedhofmauer vergrößert. Wir haben eine Friedhofkapelle dazu gebaut. Der Friedhof hatte zuerst ungefähr die Größe von so einem großen Friedhof in ganz Tirol, hätte es gar nicht gegeben, weil der Friedhof einfach auf der Parzelle dabei war, die praktisch hinunter über die Wiesen und den Wald bis hinunter Richtung Schönwies gegangen ist. Beim Restaurieren, weil man Ostseite der Kirche, waren alles Gräber, dort auch entwässert haben, ist plötzlich die damals schon am Rie, heute mal sagen, Polizei dagestanden und der Bau eingestellt worden oder irgendjemand angezeigt hat wegen Grabschändung. Wenn man weiß, wie so eine Kirche gebaut wurde, so müsste man wissen, dass die Fundamente nicht tiefer wie maximal 70 cm sind. Auf der Kronburg, auf der Südseite überhaupt nur 30 cm, wo das Wasser zu überkommt. Und das Grab ist mindestens 1,50 m tief. Daher kann von einer Grabschändung überhaupt keine Rede sein. Ist natürlich sofort aufgehoben worden. Dann hat man noch alte Fresken wieder freigelegt. Im Jahre 59 sind von Zangerl die Fresken übermalt worden. Die haben wir dann freigelegt. Und dann hat das eigentlich alles eigentlich wunderbar gepasst. Dann habe ich dann noch übernommen, den Bidum zu restaurieren. Ist interessant, das Gebäude, das heute in Kronburg als Bidum benannt war, war nie Bidum für die Kirche, sondern dieses Gebäude haben die Viecher errichtet, wo man oben auf Kronburg nicht mehr wohnen konnte. Weil, und wenn man den Bidum hineinschaut, mit dieser wunderschönen Innenausstattung der einzelnen Räume, haben nur die Adeligen damals gehabt und nicht der kleines Pfarrle. Und im Jahre 97 haben wir dann Burg und Kirche so quasi als abgeschlossen mit einem Festgottesdienst, Bischof Madersbacher, der in der Mission war, ist da gekommen. Nicht? Da hat der Benz da das Ehrenzeichen von Zams bekommen. Ich habe auch das Ehrenzeichen von Zams bekommen. Ja, als dann die Kronburg verkauft wurde, die barmherzigen Schwestern das übernommen haben, habe ich die Generaloberin gebeten, ob ich nicht das den Verein wieder, aber in der Zwischenzeit war ich zu alt.